Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der KTM in Thüringen. Wir arbeiten weiter mit der Ernte. Brauche ich ja nur noch 3 Stunden. Das heißt, wir müssen uns in Zukunft. Tja, wir können einen leihen, ne? Ausleihen. Das wäre eine Option, ne? Und zwar müssten wir schauen, dass wir denselben in Deutschland nochmal bekommen. Also, Menü, Mähdrescher. Ich habe hier einen mit Mod. Das wollen wir auch mal testen. Und zwar geht es um ein paar Einstellungen. Das heißt, Design Fend. Wir können auch Design Ferguson, Challenger, Fendt, Reifenhersteller, Bandlaufwerk, eigentlich egal, Standard. Motorsführung, da gibt es Ideal 9T, 670 PS. Gut, das sind zwei Dinge. Die Farbe ist mir im Grunde jetzt egal. Aber es wäre ganz gut, wenn wir das unterscheiden könnten, ne? Wo ist die Designerfarbe? Innen drinne. Naja, gut. Den mieten wir uns. Na, Rot passt nicht zur Fendt. So, dann brauchen wir noch ein Schneidwerk. Geräte, Schneidwerke. Das einzige Blöde ist, wir brauchen noch einen Schneidwerkwagen. Flex 9000. 12 Meter. Tja. Unterschied kann ich nicht erkennen. Das ist beides ideal. Hauptfarbe. Damit wir den Mod erkennen können. So. Den mieten wir auch. Zurück. Dann gehen wir nochmal zurück. Brauchen wir ein Transportanhänger Schneidwerk. Und zwar brauchen wir einen relativ großen. Der ist. Haben wir einen. Den haben wir eigentlich. Nehmen wir den, das sieht ganz gut aus. Quattro 60. Nicht gerade gelb. Nehmen wir rot, aber rot schon mal haben. Felgenquader nehmen wir weiß. Bieten wir auch. So, jetzt gehen wir bei. Aber wie gesagt, die Frucht, die frisst ganz schön die FPS. Da werde ich mal ein bisschen bei der Grafik zurückstellen. Aber nicht unbedingt, ne? So, das heißt, wir gehen jetzt das Gras. Der da haben wir doch schon. So, starten wir
werden auf längere Sicht so einen zweiten brauchen. Aber zur Zeit können wir uns nur einen leisten, also kaufmäßig festgefahren. Ideal durchdrehende Reifen, das ist schlecht. Ey, wir haben den Anhänger noch dran. Das ist schlecht. Deswegen kommt doch nicht klar. Ach, nee. Ja, im Dunkeln ist immer schlecht. Ich stelle mal hier mal ab. Der Wahnsinn, ne? Es kann keine Probleme geben, und jetzt fahren wir schon. Kann mir vorstellen. So, stellen wir wieder ein. Traktor. Ah, nehmen wir Lenkrad, das ist besser zu machen. Den mal auf den Hänger aufkriegen, um auf den Transportwagen. Dafür ist es eigentlich unpraktisch für die. Also die anderen besser. Schauen. Wir sind zurück. Wow. Das sieht ganz. Könnte auch verkehrt rum sein, ne? Ja. Ganz kurz. Bei der Anfahrt. Ein bisschen Gas geben, weil wir haben ein bisschen zu tun heute. Zurück. Das sieht gut aus. Abhängen. Wehe, der fällt runter.
ist perfekt. Oh, es wird hell. So, jetzt fahren wir zum Feld. Zeit. 10 Minuten. Also wir werden genauer schaffen, dass wir hinkommen und mit einsteigen. Blocking, nur wieder Blocking, aber er entdeckt gerade, wie ich sehe. So. So, dass die anderen sowieso nicht kümmert. Aber hier ist die Leistung nicht so stark eingedrungen. Oh, das ist gefährlich. KI-Fahrzeuge, die fahren auf zu, die kennen da nichts. Anscheinend fahren die nur Gebrauchtwagen, 20 Jahre alt oder so. Sag mal, der Kühler gibt nach. So, jetzt können wir das vorantreiben, die Ernte. Weil dann kommt ja bald die Soja, der her. Können wir beide gebrauchen. Gedacht. Temperatur nach 70 Grad ist schon. Oh, 70 Grad geht noch. 90 Grad sind gefährlich. Leasing, ja, ja. Ich habe deswegen so einen Drescher genommen, weil der hat dieselbe Größe im Schneidwerk und auch von der Rolllänge her, da tut sich der Kursbleibfahrer leichter. Der Ton passt. So. Das ist die Freitagfolge. Oh, der Mond traut um unsere Ernte. 6:19 Uhr. Wie ist das? Halb 6. Der LKW ist voll bei 78%. Wie gesagt, Raps ist nicht das Problem. Bei Raps hast du nicht so viel Ernte. Von der Menge her. Heftig wird das nur bei Getreide her. Getreide wird es sehr heftig. Aber heute haben wir einiges vor. Also der heutige Game-Tag. Die Wiesen müssen gemäht werden. Die Wiesen müssen dann mit Ballen gepresst werden. Könnten wir eigentlich nachher ab der nächsten Folge, wo das hier alles läuft, nebenbei machen. So, den machen wir mal den Anhänger gleich wieder wegstellen. Das heißt, stellen wir hier ab auf der Nachbarswiese.
gleich einsteigen. X aufmachen. B. Ja. ZZ die Missouri, wir haben eilig. Der andere macht eh den Kurs. Zweite Runde. Dann fährt er hier. Ich fahre halt in die Mitte rein. Ich presche mal hier so vor. Oder ich fahre hinterher. Dann muss ich eigentlich umstellen. Gut, der fährt dann mal. Als 30, die Hälfte davon. Wir wollen den Zug deaktivieren. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Auch gerne über ein Abo. Dann hört und sieht man sich zur weiteren Folge. Ciao!